heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Scherze nennt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt, hey, typisch Andy. Ich bin der Größte, der Beste, der schrägste Spaßvogel. Typisch Andy. Typisch Andy. Ich bin der Meister der Streiche, ein Künstler. Typisch Andy. Typisch Andy. Nein, natürlich sterbe ich nicht wirklich. Eigentlich bin ich sogar mitten in einem meiner besten Streiche überhaupt. Naja, vielleicht nicht gerade der allerbeste, aber hey, Übung macht den Meister, oder? Und eines Tages wird man mich den Scherzprofessor nennen. Ich frage mich, ob ich das nicht als Poster in mein Zimmer hängen soll. Aber ihr wollt sicher wissen, wie es dazu kam. Naja, alles fing mit einer Sache an, die berühmt geworden ist unter dem Namen der Kuhsalat-Zwischenfall. Ich hatte mir gedacht, es wäre sicher lustig, wenn eine Kuh in der Cafeteria Amok läuft. Und das war's auch, bis die Kuh die Salatbar entdeckte. Und hey, hättet ihr gewusst, dass mindestens 3 von 4 Mägen, die in so einer Kuh drin sind, rote Beete nicht vertragen? Naja, und die weiteren Details erspare ich euch besser. Als Strafe für das Kuhsalat-Debakel hat mich Mr. DeRosa dazu verdonnert, Dannys Dad zu helfen. Und zwar bei den Vorbereitungen für das jährliche Schnarchzapfen-Festival, das Fest der Wissenschaft. Gähn. Also East Gekkel an sich ist schon langweilig, aber dieses Fest ist Langeweile im Quadrat. Ich sag dir, das wird der Hammer. Das klappt doch nie. Nein, im Ernst, das ist die beste Idee, die ich je hatte. Trotzdem klappt's nicht. Naja, aber... Jetzt glaub's mir doch. Mit diesen Ballons kriegst du nie genug Auftrieb, um zu fliegen. Wieso denn nicht? Das wäre doch cool. Ich wäre der erste Ballonfahrer in East Gekkel. Laut meinen Berechnungen, unter Einbezug des Gewichts deiner Kleidung und, ach ja, trägst du Boxershorts oder Slip? Egal. Jedenfalls brauchst du 500 Ballons, um abzuheben. Echt? 500? Kein Grund, um aufzugeben. Das muss doch zu schaffen sein, ich weiß es. So wie du das mit der Kuh und der roten Beete gewusst hast? Ach, das war doch was ganz anderes. Mir fällt bestimmt noch was ein. Hey Jungs, habt ihr vielleicht eine Ahnung, wo ich mit diesem Wetterballon hin soll? Na sowas, das ist ja mal ein Zufall. Ich würde es so sagen, dem Tüchtigen hilft das Glück. Ist er nicht schön, als ob ein Traum in Erfüllung gehen würde? Also da muss ich Ihnen voll und ganz zustimmen, Mr. Pickett. Es ist wie ein Geschenk des Himmels, dass uns das Armeeversorgungsamt den Ballon für unsere Wettervorhersagevorführung beim Fest der Wissenschaft gespendet hat. Also, damit wird die Veranstaltung mit Sicherheit ein Riesenerfolg. Ja, das wäre doch schön. Und es macht euch auch bestimmt nichts aus, auf den Ballon aufzupassen, während ich mich ein bisschen unter das Volk mische? Also gut, Danny. Countdown läuft. Aber lass bloß das Seil nicht los. Ich werde mich voll und ganz auf dich verlassen. Alles klar. Eine Frage noch. Andy? Andy! Wie bitte? Was hast du gesagt? Ich höre dich so schlecht. Oh. Ich wollte sagen, der Wind ist ein bisschen stark. Findest du nicht? Daniel, was im Namen von Stephen Hawkins ist denn hier los? Der Moonwalk ist wieder voll angesagt, weißt du? Boah! Hä? Hey! Ist das abgefahren? Warum bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Danny, du musst das unbedingt auch ausprobieren, das ist super! Danny, versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen. Also, hier stimmt doch irgendwas nicht. Nein, Dad, alles in Ordnung. Ehrlich, ich habe alles unter Kontrolle. Schon besser. Jetzt kann ich. Hey, wo ist das Seil? Danny! Tut mir wirklich leid. Mein Fehler. Ist das etwa mein wunderschöner Ballon, der da wegfliegt? Und mit ihm geht ein wahrer Pionier, auch wenn er einen Sprung in der Schüssel hat. Okay, ich hänge also an einem Ballon ca. 300 Meter über der Erde. Kein Grund zur Panik, ich gehe einfach über zu Plan 2. In Gestalt dieser coolen Kartoffelkanone. Die müsste eigentlich ideal sein. Keine Kugeln, keine Strahlen. Und keine Wirkung. Möchte jemand Ketchup? Vorsicht! Ich sterbe! Ah.
An diesem Punkt waren wir ja vorhin schon. Und mal ganz unter uns, jetzt müsste ich eigentlich zu Plan 3 übergehen. Aber weil ich Blödmann gedacht habe, die Pläne 1 und 2 wären narrensicher, gibt's leider keinen Plan 3. Und das bedeutet, ich bin am Ende. Denn in etwa 6 Sekunden werde ich die komplette Stromversorgung von East Gekkel kurzschließen. Und zwar, naja, mit mir. Und das bedeutet, ihr wisst, was ich meine. Das ist schon krass. Der größte Streich in der Geschichte von East Gekkel und ich kann mir die blöden Gesichter nicht angucken. Höhe. Ich brauche mehr Höhe. Bringt auch nichts. Aber vielleicht... Was fällt dir eigentlich ein, hier einfach ein Eis zu essen? Genau, du Weichei. Trottel. Gibt es denn gar keine Gerechtigkeit auf dieser Welt? Aua! Vielen Dank, mein fliegender Held. Ich bin nicht hoch genug. Sieh dir das an. Ja, um Himmels Willen. Wer ist das? Keine Ahnung. Das gibt's doch gar nicht. Ist das ein Vogel? Wow. Ich kann nicht hinsehen. Immer noch nicht hoch genug. Und ich habe keinen Ballast mehr zum Abwerfen. Außer vielleicht meine... Also gut, Hose runter. Hey, wo guckt ihr denn alle hin? Mein lieber Mann, jetzt hätte ich mich doch fast erschreckt. Moment mal. Diese Hose kommt mir doch sehr bekannt vor. Typisch Andy. Was machst du denn da oben? Zahlen bitte. Ich bin der Größte. Was soll denn das? Los, verschwinde. Hau ab. Ich werde angegriffen. Ha, eine Invasion mit Luftlandetruppen. Darauf bin ich vorbereitet. Ran an den Feind. Dir zeig ich, was ein Marineflieger ist. Hey, pass doch auf, ihr. Holt mich sonst noch runter. Ah, jetzt hab ich's. Der Feind glaubt doch nicht etwa, er kann mich ausmanövrieren. Sagt mal, bekommt man eigentlich Vielfliegermeilen für sowas? Warte. Du bist ein lausiger Pilot. Flugzeugentführung! Auf dem Flugplatz von East Gekkel geht es heute wieder besonders aufregend zu. Die Modellflugzeugbauer erfüllen sich ihren Traum vom Fliegen ein bisschen wenigstens. Meine Damen und Herren, hier spielt sich Unglaubliches ab. Wir haben es hier ganz offensichtlich mit einer wetterballonunterstützten Modellflugzeugentführung zu tun. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden. Ja, ein paar Leute sind wohl auf mich aufmerksam geworden. Aber solange mich DeRosa nicht sieht, ist das ja nicht so schlimm. Geht auf den Weg! Ich hab dich, Andy! Ich fass es nicht, du hast es wirklich geschafft! Hast du je daran gezweifelt? Andy Larkin, du kommst mir nicht ungeschoren davon. Danke. Möchte jemand ein Autogramm? Andy Larkin! Ich kann das erklären. Ich kann die Sache wirklich erklären, Mr. DeRosa. Halt den Mund, Larkin! Von jetzt an wirst du jeden Tag 3 Stunden lang nachsitzen, und zwar in meinem Büro. Es ist kaum zu glauben, Mr. DeRosa. Andy Larkin hat ganz allein das Fest der Wissenschaft zu einem Erfolg gemacht. Sehen Sie nur. Genau davon habe ich jahrelang geträumt. Mein Fest der Wissenschaft ist endlich ein Erfolg. Andy ist ein wahrer Held der Wissenschaft. Das ist ja wohl also wirklich. Was erst nach einem albernen Scherz aussah, hat das Fest der Wissenschaft in East Gekkel zu einem rauschenden Erfolg gemacht. Sag uns, wie bist du auf diese brillante Idee gekommen? Nun, ich sehe das eher als Teil meines Jobs.
Wissen Sie, ich bin Ann Earl. Wir alle haben hart an der Planung dieser Veranstaltung gearbeitet und ich wusste immer, dass sie ein großer Erfolg wird. Ich habe diese ungewöhnliche Idee mit dem Wetterballon und den Modellflugzeugen entwickelt und das hat sich ausgezahlt. Aber Pass auf, ich vergesse das mit dem Nachsitzen und wir sind quitt, okay? Aber ich will unbedingt in der Unterhose ins Fernsehen. Gutes Argument. Na, mein Lieber, kennst du die noch? Oh. Ja, ich weiß. Ich hänge in Unterhosen in einem Baum. Aber das Erstaunliche daran ist, es liegt keinesfalls daran, dass bei einem meiner genialen Streiche irgendetwas schiefgegangen ist. Ich hänge nämlich hier, weil ich versprochen habe, mir heute jede Art von Streichen zu verkneifen. Ich weiß, das klingt verwirrend. Ich fange wohl besser ganz von vorne an. Au! Du stinkst! Heute ist so ein typischer Familienhorrortag. Wir fahren alle zu Dads Chef, da sind wir nämlich zum Essen eingeladen. Hört sich unheimlich spannend an, oder? Wir müssen uns also alle gut benehmen, dann wird Dad vielleicht befördert, was im Grunde ja nur eins bedeutet, dass ich mich gut benehmen muss. Jen ist ja sowieso perfekt. Halt den Mund! Seit Tagen höre ich nichts anderes mehr als keine Tricks, Scherze oder Streiche. Mal ganz ehrlich, es kommt mir schon zu den Ohren raus. Andy, es wird Zeit! Naja, es wird wohl ein langer Tag werden, aber wenigstens wird's schön langweilig. Hey, du siehst ja halbwegs anständig aus. Danke, das ist mein Beerdigungsanzug. Und vergiss eins nicht, keine Streiche, dann können wir auch über den Motorroller reden. Diese Einladung ist sehr wichtig und wir könnten alle davon profitieren. Okay, wir müssen los. Hast du, irgendwas in der Hand? Die andere Hand, du Schlaumeier. Ich weiß. Keine Streiche, keine Scherze plus keine Tricks ist gleich Motorroller. Versau mir das bloß nicht, du Blödmann. Ich will nämlich einen neuen Computer. Also, Larkin, Sie haben ja eine wunderbare Familie. Eine schöne und gebildete Frau, eine hübsche und kluge Tochter und einen äußerst wohlerzogenen Sohn. Das ist selten heutzutage. Sehr selten. Wirklich sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank, Sir. Was ist los? Ist alles okay, mein Sohn? Alles ober-okay, Dad. Ober-okay? So etwas höre ich gern. Du scheinst ein sehr zurückhaltender junger Mann zu sein, Andy. Schlägst du denn niemals über die Stränge? Nein, nur ganz selten. Ich stecke meine Nase lieber in ein gutes Buch. Ich würde später gerne auf der Brewer-Universität studieren. Sowas, da habe ich auch studiert. Eine tolle Uni. Die besten Jahre. Übertreib's nicht. Du bist mir schon einer, mein Junge. Also, das können Sie laut sagen. Tja, ich würde Ihnen gerne meine Sammlung von Holzschuhen aus dem 12. Jahrhundert zeigen. Holzschuhe sind meine große Leidenschaft. Und gute Witze, passen Sie auf. Was sagt das eine Auge zu dem anderen? Na? Sieh jetzt nicht hin, aber irgendwas zwischen uns riecht. Hm? Verstanden? Sie reden über die Nase. Die riecht. Tja, der ist gut. Wirklich sehr witzig. Vergiss nicht, unseren Gästen meinen preisgekrönten tropischen Fisch zu zeigen. Ja, Schatz, wie könnte ich deinen Fisch vergessen? Der Fisch. Aber jetzt zurück zu meinen wertvollen Holzschuhen. Ein faszinierendes Kapitel aus der Kulturgeschichte der Fußbekleidung. Hier zum Beispiel haben wir einen Kinderschuh. Ah, ganz klasse. Ist der Typ eigentlich noch ganz dicht? Ein erwachsener Mann und heult fast vor Freude wegen einem Kinderschuh. Eins kann ich euch sagen, ich werd hier noch blöd in der Birne. Die Sache hier schreit ja geradezu nach einem Streich. Ziehen Sie an meinem Finger. Das Essen ist serviert. Der klassische Holzschuh wurde von Holländern erfunden. Vor allem Bauern trugen diese Schuhe. Sie waren praktisch, preiswert und schützten die Füße vor Kuhmist. Hm? Sag mal, ist alles okay, Andy? Alles ober-okay, Mom. Au! Kakerlaken, in meinem Salat. Einfach unglaublich, oder? Ich bin mitten im tiefen Tal der Langeweile und jetzt sowas. Der Salat ist exzellent. Absolut köstlich, wirklich. Sehr lecker. Au! Also ich muss schon sagen, dieser Salat ist wirklich was ganz Besonderes. Große Klasse.
Wo geht's bei Ihnen zur Toilette? Die Treppe hoch und dann gleich rechts. Ja. Entschuldigt mich bitte. Ihr seht hier den Kakerlaken-Abwehrtanz. Mann, macht das Spaß. Toll, jetzt sind sie in meiner Hose. Das ist jetzt unsere Hose. Alles in Ordnung, Andy? Ja, ja, alles in bester Ordnung. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin gleich wieder da. Ich mache mir Sorgen um meinen kleinen Bruder. Ich sehe mal nach, wie es ihm geht. Entschuldigt mich bitte. Ach, ich finde es einfach wunderbar, wenn Geschwister so zusammenhalten. Okay, ich muss passende Klamotten finden. Rausgehen, mein Hemd und meine Hose holen, die Kakerlaken erschlagen und rechtzeitig zum Hauptgang zurück sein, bevor jemand was merkt. Ein perfekter Plan. Es tut mir leid, aber ich muss doch mal nach den Kindern sehen. Dauert nicht lange. Aber hier war sie doch. Wie kann das? Ach, diese blöden Kakerlaken haben meine Hose bestimmt gefressen. Eklige Mistviecher. Jane, was ist denn los? Ich bin von zwei absolut widerlichen Kakerlaken umzingelt. Ignorier sie und komm jetzt mit. Hast du vielleicht... Nein, ich weiß nicht, wo Andy ist, aber ich wollte ihm helfen und seine Hose holen, weil ich gesehen habe, wie die vom Dach gesegelt kam. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Also bin ich raus, hab sie geholt, bin hier hoch und hier werde ich von diesen ekligen Kakerlaken angegriffen. Sie sind unter meinen Schuhen. Tja, wir werden hier wohl allein gelassen. Hoffentlich habe ich nichts Falsches gesagt. Und wie wär's, Larkin? Wollen wir einen kleinen Spaziergang machen? Mit Spazierstock, hä? Ich hab's doch gewusst, dass er alles versaut und Dad keine Gehaltserhöhung kriegt. Es war nett, dass du ihm helfen wolltest. Ich frag mich, was der Lümmel gerade treibt. Oh... Mrs. Rogers, geht's Ihnen nicht gut? Hallo? Oh mein Gott, ich bin ja völlig durcheinander. Ist da der Notruf? Ich hab genug frische Luft geschnappt. Gehen wir wieder rein. Ja, einverstanden. Ich hab eine Meldung wegen einem 234D. Ihre Frau hat's umgehauen? Ach, wirklich? Ich habe angerufen, weil sie keinen Puls mehr hatte. Ein Junge hat geschaukelt. In Unterhosen. Ein schaukelnder Junge in Unterhosen? So einen habe ich auch gesehen. Ach nein, wirklich? Er war schwer zu übersehen. Na toll. Andy hat also wie immer alles kaputt gemacht. Mr. Rogers, ich muss Ihnen das erklären. Unser Sohn Andy ist manchmal ein wenig... Tut mir leid, aber Mrs. Rogers Preisträger hat's anscheinend hinter sich. Ich meine, ich wollte sagen... Er ist tot. Was? Oh nein, bitte nicht, nein. Nicht dieser wundervolle Fisch, so jung, so lebendig. Warum er und nicht ich? Oh Gott, nein. Oh. Eindeutig Kakerlakenanschlag. War das etwa wieder einer deiner Streiche, junger Mann? Keine Ausreden, ja? Ich nehme Fingerabdrücke. Das alles tut mir wirklich furchtbar leid, Mr. Rogers. Wissen Sie, ich habe gerade meinen Salat gegessen und... Sir, ich hoffe, dieser peinliche Nachmittag beeinflusst nicht die Dinge, die wir vorhin besprochen hatten. Oder sollen wir einfach gehen und ich räume morgen meinen Schreibtisch im Büro? Es ist alles meine Schuld. Aber hey, ich kenne da jemanden, der in einem Zooladen arbeitet. Der kann sicher so einen Fisch besorgen. Schluss jetzt! Ich will diese Schwarzmalerei nicht mehr hören. Das war ein sehr ereignisreicher Nachmittag. Larkin, Ihre Familie ist zwar ein bisschen verdreht, aber ganz nett. Mein Junge, ich weiß nicht, was du in diesem Baum gemacht hast und ich will's auch gar nicht wissen. Und was unseren Fisch angeht, den mochte ich sowieso nie. Ich will nur, dass du meine gute Hose reinigst. Da passt das Bäuchlein so schön rein. Wer? Wann? Was? Wo? Alles in Ordnung, Schatz. Nur ein bisschen viel Aufregung. Andy sagt, er kann dir einen neuen Fisch besorgen. Ich lass diese Abdrücke untersuchen. Fischmord, das ist eine wirklich schlimme Sache. Sie hören von uns.
Also, vielleicht setzen wir uns alle wieder hin und essen weiter? Nein, nicht doch. Sie gehen jetzt wohl besser nach Hause. Keine Angst, Sie haben Ihren Job noch. Schönen Abend, Sie finden ja sicher allein raus. Aua. Bist du stolz darauf, dass du alles ruiniert hast? Was habe ich ruiniert? In meinem Salat waren Kakerlaken, ich schwör's. Und außerdem hat Dad seinen Job ja noch. Aber nicht deinetwegen, mein Lieber. Und übrigens, es gibt keinen Motorroller. Dieses Thema ist erledigt. Ein für alle Mal. Aber jetzt hör doch mal zu, Dad. Ich habe überhaupt nichts gemacht, ehrlich. Das waren doch bloß diese Kakerlaken. Ihr habt sie doch auch gesehen. Andy. Hi, ich heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Scherze nennt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt, hey, typisch Andy. Ich bin der Größte, der Beste, der schrägste Spaßvogel. Typisch Andy, typisch Andy. Ich bin der Meister der Streiche, ein Künstler. Er schlägt wieder zu. Typisch Andy, typisch Andy. Okay, soweit so gut. Wie sehe ich aus? Wie Spock mit Magenverstimmung. Der Transporter ist bereit. Der Reißverschluss? Eine Sache muss man als Scherzkönig unbedingt wissen. Es kommt immer darauf an, den Leuten zu geben, was sie haben wollen. Tja, und heute Abend wollen die Leute in East Geckel nun mal unbedingt einen Alien sehen. Ihr fragt euch, wieso? Ich fange wohl besser von vorn an. Monster vom Mars. Gleich nach der Werbung geht's weiter. Die schweißen einen Teekessel an eine Soßenschüssel und wollen einem das als Raumschiff verkaufen? Als interstellaren Marstransporter, um genau zu sein. Ist ja auch egal. Jedenfalls waren die Effekte sowas von billig, das würden wir ja noch besser hinkriegen. So hast du nicht mehr gegrinst seit der Sache mit dem Enthaarungsmittel in Jens Shampoo. Was überlegst du? Ich denke über eine Aktion von geradezu globaler Bedeutung nach. Aliens, hä? Du sagst es, alter Kumpel. Wir sorgen für die berühmteste Alien-Sichtung im ganzen Land. Oder sogar auf der ganzen Welt. Er hat's runtergeladen und ausgedruckt. Gut, dann dauert's nur noch Sekunden. Ruf die Zeitung an! Benachrichtigt das Fernsehen! Bis zur unheimlichen Begegnung der besonders naiven Art. Seht euch das an! Ich habe eine intergalaktische Botschaft empfangen von den Aliens! Och, Leute, das ist eine echte E-Mail von den Außerirdischen! Hey! Du bist wirklich zu dämlich! Diese Ausdrucke da sind doch völlig... Echt? Das ist ein Plan zur Zerstörung der Erde! Irgendwie blöd, dass ihr zwei Weltraumschwachköpfe das irgendwie nicht mehr erleben werdet. Das sind die Aliens. Sie wollen uns hypnotisieren, damit sie uns radioaktive Bluttransfusionen geben können. Dann saugen sie uns das Hirn mit einem Strohhalm aus. Okay, Schluss mit diesem Blödsinn. Ich will auf der Stelle wissen, wer das war. Wo ist... Larkin! Ich bin hier, Sir. Deine Streiche waren auch schon mal besser. Wenn das nochmal vorkommt, wirst du nachsitzen. Und zwar über intergalaktische Zeiträume hinweg. Hast du mich verstanden? Klar und deutlich, aber ich war's trotzdem nicht. Ich war die ganze Zeit auf dem Klo. Und das soll ich ausgerechnet jemandem glauben, der Abführmittel in die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer schüttet? Ja, nach dem Essen heute... Diesmal werden wir ihm wohl glauben müssen. Die Beweismittel sind ziemlich eindeutig. Abgesehen davon ist es nicht ausgeschlossen, dass es fremde Lebensformen da draußen gibt. Findest du nicht auch, dass der alte Mr. Hutchins geradezu darum bettelt, reingelegt zu werden? Versteck dich! Ja, hallo? Sei gegrüßt, Erdling. Heute erfüllt sich dein Schicksal. Tritt vor die Tür. Oh, die Aliens sind da. Und jetzt wollen sie mich mitnehmen. Stopp! Bevor du dich unserer überlegenen Rasse anschließt, musst du dich erst als würdig erweisen.
Ja, aber was muss ich dafür tun? Und was bekomme ich dann? Was du bekommst? Du darfst weiterleben. Sage den Bürgern von Eastgeckel, dass wir gekommen sind, um diesen Planeten zu erobern. Sie haben die Möglichkeit, sich friedlich zu ergeben oder... unvorstellbares Grauen zu erleben. Jawohl, mein intergalaktischer, kosmischer, außerirdischer Anführer. Das Licht ist wirklich ziemlich grell. Moment! Eine Sache wäre da noch. Gib nie wieder Hausaufgaben über das Wochenende auf. Was? Und jetzt geh! Das war wirklich super. Echt eine Oscar-reife Vorführung. Und was kommt als nächstes? Wir sehen mal, ob meine Schwester ihr Frühstücksei auch in Galaxis grün mag. Es ist doch nicht zu fassen, wie dämlich manche unserer Mitschüler sind. Die glauben doch tatsächlich, die Aliens wären in Eastgeckel gelandet. Wer es glaubt, ist selbst schuld. Hast du das gerade gehört? Das ist wahrscheinlich bloß mein bescheuerter Bruder mit einem seiner öden Scherze. Da draußen ist irgendwas! Das sind die Aliens! Rennt um euer Leben! Man kann's ja mal versuchen, du intergalaktischer Idiot, aber das war nur ein Auto mit Fernlicht. Starke Aktion, Danny. Du hast sie voll erwischt. Hey, Danny. Du kannst jetzt rauskommen. Danny? Das riecht verdächtig nach einem Witzbold. Und ganz zufällig ist unser Andy in der Nähe, nicht wahr? Warum verdächtigen eigentlich immer alle mich? Ich hab doch nie was getan. Okay, streichen wir den letzten Satz. Aber eins steht fest, ich habe ein Alibi. Ich war im Haus, als es passiert ist. Mach dir keine Sorgen, Andy. Wenn ich etwas in dem Seminar über lügende Kinder und liebende Mütter gelernt habe, dann folgendes. Die Wahrheit befreit dich. Na toll, Mom. Aber ich werde hier drin verdächtigt und die Wahrheit befindet sich irgendwo da draußen. Na ja, als Polizisten sind wir verpflichtet, die Wahrheit zu suchen und die Wahrheit auch zu finden. Und das ist... die Wahrheit. Auch wenn uns die Ermittlungen wieder zu dir führen, Andy. Und genau das wird passieren, jede Wette. Keine Angst, mein Sohn. Deine Mutter und ich glauben dir. Oder wenn nicht, würden wir es dir zumindest nie sagen. Danke, Dad. Was war denn vorhin mit dir los? Tut mir leid, ich habe mich verdrückt. Da kam ein Auto und ich musste den Einsatz abbrechen. Hast du die Sachen von unserer Liste? Ist der Papst katholisch? Ist der Himmel blau? Mal sehen, fluoreszierende Farbe, Schaufeln, Mistgabeln, Malerpinsel und ein Glas mit extra gemeinem Schleim, das ich auf einer Baustelle gefunden habe. Oh ja, gemeiner Schleim. Sehr populär bei der Damenwelt. Ich liebe meine Arbeit. Soweit so gut. Morgen früh wird irgendein Blödmann einen kleinen Schritt für einen Menschen, aber einen großen Schritt für Eastgeckel tun. Wieso wirfst du... Ach so. Guter Plan. Na klar, das gehört alles dazu. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Von ihm blieb nur noch ein Turnschuh. Ach du heiliger Uranus. Tic-Tac-Toe? Schick mir die Steves her und zwar schnell. Entschuldigen Sie die Verspätung, Herr Bürgermeister, aber schneller ging's nicht. Das ist diese Woche schon das dritte Fahrrad. Ich will ein paar Antworten, Sheriff, und zwar sofort. Ich habe die Antwort schon gefunden. Du weißt doch, was das bedeutet, oder? Ja, die Aliens haben Schweißfüße. Nein, du hirnloser Hohlkopf, diese Schuhe gehören unserem Verdächtigen. Mildred, überprüfe den folgenden Turnschuh. Ein Sprinter Crosstrainer X20 Größe 7. Was sagt der Computer? Danke. Andy Larkin, wer sonst? Los, komm! Mach auf, Andy, du bist verhaftet. Wir wissen, dass du es getan hast. Ach, Gott sei Dank sind Sie hier. Schnell, kommen Sie rein. Sag dem Sheriff alles, was du weißt, Danny. Naja, Andy wollte unbedingt seine Unschuld beweisen, und zwar ein für alle Mal. Deswegen wollte er die Aliens auf Video aufnehmen. Aber als er nicht zurückgekommen ist, bin ich los und hab ihn gesucht.
Aber ich habe nur das gefunden. Mein Name ist Andy Larkin. Dieses Video soll beweisen, dass die Aliens tatsächlich in East Gekke gelandet sind. Habt ihr das gehört? Das sind die Aliens. Ich hab solche Angst. Irgendwas ist hier. Ich kann es spüren. Ach, der arme Andy. Erst wird er von den Aliens entführt. Und dann wird er noch zum Werkzeug ihrer finsteren Pläne. Was ist das für eine Welt? Du weißt, was das bedeutet, oder? Ja, wir werden wohl nie erfahren, wie der Film ausgeht. Nein! Das bedeutet, dass kein Mensch in East Gekke sicher ist, solange diese intergalaktischen Wahnsinnigen frei rumlaufen. Wir sind live vor dem Rathaus von East Gekke, wo in Kürze der Bürgermeister Auskunft über die jüngste Serie von Alien-Sichtungen geben wird. Wir sind für Sie live vor Ort, also bleiben Sie dran. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürger, Schluss mit dem Blabla! In unserer Stadt sind Aliens gelandet und Sie wissen das ganz genau. Was wollen Sie jetzt unternehmen? Ja, genau! Das stimmt! Ich habe sogar mit den Außerirdischen gesprochen. Sie haben meine Küche neu tapeziert. Wunderbar! Mir haben Sie ein Drei-Gänge-Menü gekocht und einen Zitronenkuchen gebacken. Diese Trittbrettfahrer geben mit Sachen an, die ich nicht mal gemacht habe. Die wollen mir meinen hart verdienten Ruhm klauen. Na gut, extreme Situationen erfordern extreme Maßnahmen. Diese Kombination aus Ideenreichtum und ekligem Schleim wird mich irgendwann unsterblich machen. Bitte beruhigen Sie sich doch, solange wir Andys Leiche nicht gefunden haben. Seine was? Ich meine, solange wir Andy nicht finden, gibt es keinen Beweis, dass... Doch, den gibt es! Seht mich an. Ich, Andy Larkin, bin von Außerirdischen entführt worden. Und als sie mit dem Tic-Tac-Toe-Spiel auf meiner Brust fertig waren, haben sie mich abgesetzt und gesagt, beim nächsten Mal wird es nicht mehr so kitzeln. Mehr weiß ich nicht. Tic-Tac-Toe, wieso? Wie hat das Raumschiff von innen ausgesehen? Es war ziemlich Feng Shui-mäßig eingerichtet mit vielen Pastelltönen. Aber was ist mit Ihren Welteroberungsplänen? Tja, da Sie das gerade ansprechen... Das ist doch alles Unsinn. Eine Fälschung, ein billiger Trick. Sehr geehrte Bürger von East Mackerel. East Gekke! Wie auch immer. Ich bin FBI-Agent Ross und das ist mein Partner Agent Well. In dieser Stadt gibt es garantiert keine Aliens. Ich rate Ihnen, vergessen Sie die ganze Sache und gehen Sie nach Hause. Und ich sage, Sie irren sich. Ich habe diese Aliens mit eigenen Augen gesehen und niemand hier kann mir das Gegenteil beweisen. Wir müssen auch gar nichts beweisen, du Schleimer, sondern du. Genau. Wenn du schon irgendwie der Freund von diesen Aliens bist, wann kommen die irgendwie mal her und zeigen sich, hä? Ja, natürlich. Die Aliens werden am nächsten Samstagabend um 19:30 hier erscheinen. Und zwar am Zwergenturm. Das ist ja sensationell! Du wurdest von den Aliens untersucht, stimmt das? Nein, aber sie haben meinen Rücken massiert. Gerüchten zufolge hattest du schmutzige Unterwäsche an. Ist das wahr? Kein Kommentar. Okay, und jetzt lassen Sie ihn in Ruhe. Er steht Ihnen später für Interviews und Fotos zur Verfügung. Ich sag dir, das wird mein bester Auftritt überhaupt. Wenn ich das geschafft habe, dann vergisst keiner mehr den Namen. Andy Larkin, wir würden gern mit dir reden. Kommen Sie wegen der überfälligen Bücher aus der Bibliothek? Das kann ich erklären. Wie bist du denn diese FBI-Agenten wieder losgeworden? Das war einfach. Ich habe Ihnen erzählt, dass Shane McMartin in seiner Videothek raubkopierte Akte X-Videos verkauft. Sag bloß nicht, Operation Alien läuft an. Aber brauchen wir dafür nicht ein echtes Alien? Es steht genau vor dir. Was hast du jetzt schon wieder vor, du Schleimbeutel? Nichts. Ich mache meine Astronomie-Hausaufgaben. Du planst doch nicht etwa irgendwas Verrücktes für Samstagabend, oder? Ich? Nein. Du weißt doch, mit Plänen habe ich nichts am Hut. Oh. Hallo! Hi, Lori. Schön, dass du vorbeikommst. Weißt du, ich hab dich bei der Versammlung vor dem Rathaus gesehen. Und ich wollte dir nur sagen, wie mutig ich dich finde. Also, ich muss schon sagen, das ist ja mal eine erfreuliche Entwicklung. Bitte, sprich doch weiter. Naja, wenn du noch nichts anderes vorhast, könnten wir uns am Samstag doch zusammen die Alien-Invasion ansehen. Naja, Lori, weißt du, ich muss sagen... Ja, natürlich. Andy begleitet dich bestimmt sehr gern. Er hat mir gerade erzählt, dass er am nächsten Samstag noch nichts weiter vorhat. Das stimmt doch, oder? Ja, das stimmt.
Und ich nehme an, du hast keine blöden Scherze geplant. Scherze? Immer. Aber blöde? Niemals. Nein, 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 natürlich nicht. Ich hol dich dann um 7 ab. Bis dann. Ich weiß zwar nicht, was du im Schilde führst, aber jetzt wird's auf jeden Fall etwas komplizierter. Viel Spaß bei deinem Date. Und wie willst du das schaffen, an zwei Orten gleichzeitig zu sein? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich kenne jemanden, der sowas weiß. Hi, Jungs. Ich zeig euch mal was. Ist doch ziemlich cool, oder? Ja, ziemlich. Kann ich dich was fragen, Mosch? Klar, Mann. Was liegt an? Sagen wir mal, du hast ein Date mit einem richtig süßen Mädchen, aber du musst gleichzeitig ganz woanders sein. Was würdest du tun? Eine Doppelbuchung mit zwei Mädels am selben Abend? Du hängst. Naja, weißt du... Jetzt pass mal auf. Die Sache sieht so aus. Du kannst zwei Pizzas gleichzeitig backen, klar, aber es ist viel besser, wenn du eine früher reinschiebst, damit du genug Zeit hast, dich um beide zu kümmern. Kapische? Ich hoffe, es klappt. Wir sehen uns. Meine Güte, dieser Mann ist ein echtes Genie. Wenn die Sache so läuft, wie ich mir das vorstelle, kriege ich beide Pizzas und kann sie auch noch essen. Na los, wir müssen die Show vorbereiten. Diese Aliens bis ans Ende des Universums. Oder irgendwie, noch irgendwie weiter. Ach, ich freue mich schon so. Übrigens, ich bekomme vielleicht Angst. Würde es dir etwas ausmachen, meine Hand zu halten? Aber natürlich macht mir das nichts aus. Sag mal, was hältst du davon, wenn ich uns was zu essen besorge, bevor die Aliens angreifen? Bin gleich wieder da. Hä? Die ganze Stadt ist hier. Bist du sicher, dass du das schaffst? Na klar, es läuft doch alles völlig... Daneben. Was hast du denn? Da läuft noch eine Invasion und die muss ich erst mal abwehren. Wow, wie niedlich. Du hast wohl vergessen, deine Pickelcreme wegzuwischen. Auch war ja mein Make-up. Dein Make-up? Was soll das denn nun wieder heißen? Ah, tut mir leid. Schlimme Kopferkältung. Ich bin richtig wirr im Kopf. Ja, und mir ist schwindelig. Ciao. Kopferkältung? Mein Gott. Heute liegt nicht nur die Invasion der Außerirdischen in der Luft. Ich rede von Liebe und Romantik. Spürst du es auch? Na ja, sicher. Was hast du gerade gesagt, Jervis? Ja, danke, dass du meinen Platz warm gehalten hast. Du darfst gehen. Was ist? Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Ich üb nur schon mal meine angstverzerrte Miene, wenn die Aliens auftauchen. Das wird bestimmt einer der aufregendsten. Okay, soweit, so gut. Und, wie sehe ich aus? Wie Spock mit Magenverstimmung. Der Transporter ist bereit. Der Reißverschluss? Also, ich weiß nicht, was mich nervöser macht. Die Anspannung vor der Show oder dieser enge Anzug? Was soll's, gleich werde ich's wissen. Das ist eine echte Invasion und das direkt vor unseren Augen. Die kaufen mir das tatsächlich ab? Okay, Danny, ich bin zum Abheben bereit. Danny? Die Show ist vorüber, du Schwachkopf. Und jetzt werde ich dich als den miesen kleinen Spinner bloßstellen, der du ja auch bist. Das ist der Kopf des Aliens. Nehmt ihn da weg, nehmt ihn da weg. Hey, das ist gar kein Alien. Das ist ein Laken. Andy Laken! Also, das ist doch wirklich das Letzte. Hey, du Loser. Jetzt wird's aber Zeit, dass die Macht mit dir ist. Typisch Andy. Eigentlich müsste ich viel wütender auf dich sein wegen deiner leeren Versprechungen. Sieh doch nur, wohin dich deine albernen Streiche bringen. Warum machst du sowas?
Naja, wir sehen uns. Vielleicht können wir ja dann mal zusammen rumhängen. Die Süße. Ha, sie liebt mich. Könnte vielleicht mal jemand... Hey, Danny, was ist passiert? Haben sie dich gefoltert oder hypnotisiert? Haben sie gedroht, deinen Mundgeruch öffentlich zu machen? Ich habe keinen Mundgeruch. Jedenfalls haben mir die FBI-Typen eine Menge Fragen gestellt und wir müssen die Schäden wohl von unserem Taschengeld bezahlen. Aber es hätte schlimmer kommen können. Wie bitte? Schlimmer geht's doch schon gar nicht mehr. Jen hat mir meinen Streich versaut und Lori ist sauer auf mich. Aus Operation Alien ist Aktion mega peinlich geworden. Ich wollte doch bloß, dass meine Heimatstadt berühmt wird. Ist ja nicht zu fassen. Guck dir das hier mal an. In East Geckel macht der Schwindel um einen Außerirdischen Geschichte. Was sagt man dazu? Mein Streich war doch ein Erfolg. Okay, zwar nicht als die ruhmreichste Alien-Sichtung, aber wenigstens als der ruhmreichste Alien-Schwindel. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Wenn Lori jetzt schon denkt, dass ich ein amüsanter Typ bin, was wird sie dann erst dazu sagen?